und herzlich willkommen auf meinem Kanal Swimstar. Heute sind wir nicht im Schwimmbad, wir sind an der Rennstrecke. Warum, erfahrt ihr nach dem Intro. Bleibt dran. Hockenheimring in Baden-Württemberg beim ADAC GTO Masters, den ich gerade schön davor gestellt habe. Und heute ist kein Schwimmvideo, sondern wir sind bei einem Autorennen, weil ich bin auch ein Autofan. Und wir werden heute einen anderen YouTuber treffen. Hinter mir ist gerade der Großlauf. Die laufen auf. Ich bin hier, weil ich sehr gerne Autos gucke, wie sie fahren. Hier kommt kein Auto. Und es ist auch cool, hier ist noch ein anderer YouTuber, der ist etwas größer als ich, etwas. Aber mit dem werde ich treffen, mit dem werde ich mich treffen. Dem Verfahren stellen. Ja. Und die Autos kommen wieder, tschüss. Hinter dem blauen Auto sieht man auch Felix von der Laden gerade ein Video machen. Leider ist das Meet and Greet zu spät. Das heißt, ich werde nicht da sein. Vielleicht treffe ich ihn nochmal abseits und kann ihm die Fragen stellen, die ich ihm fragen möchte. Auf jeden Fall zwei Ziele für heute. Erstes Felix treffen und was fragen. Das weiß ich noch nicht, ob es so ganz klappt. Und das zweite Ziel, einen Reifen mitnehmen. Ich weiß noch nicht, wo ich den herbekommen werde. Ob ich einen bekommen werde. Gerade mitbekommen habe ich ja meine zwei Ziele. Einmal Felix zu treffen und einen Reifen zu bekommen. Hier bin ich gerade zu Yokohama Tyres gegangen. Und hier frage ich gerade, ob diese Reifen benutzt sind. Und gerade habe ich gefragt, ob ich einen haben könnte. Er hat aber leider gesagt, morgen, aber da bin ich nicht da. Aber ein Schwimmster gibt nicht so schnell auf. Der fragt nochmal. Und jetzt muss er halt sicherstellen, dass ich den Reifen nicht einfach nehme und irgendwo auf dem Gelände abstelle, weil sonst würde ich... eine Beschwerde kriegen von der Rennleitung, aber ich habe mit ihm jetzt erstmal ausgemacht, dass ich, wenn wir fertig sind, mir einen Reifen abholen darf. Bye. Aber so wie ich bin, gehe ich dann nach dem Rennen erstmal schön brav dahin, weil ich will ja meinen Reifen haben. Frag dann, ob ich meinen Reifen bekomme. Ich bin extra ums Feld gegangen, dann muss ich wiederum, weil ich erfahren habe, dass doch auf der anderen Seite dieser Reifen mir gegeben wird. Dann hat er gesagt, komm rein. Aber wie ich auch gleich sagen werde, ich habe noch einen Freund dabei und der wollte auch so einen Reifen haben. Deswegen muss ich mich jetzt mit ihm einigen, dass ich zwei bekomme. Und wie man sieht, zwei Reifen. Also ich habe mir die Reifen jetzt erfolgreich erschnort. Ich muss jetzt gucken, wie ich die am besten verlage. Ich versuche mir noch einen zweiten zu erschnorren. Ihr denkt euch, da liegt doch ein zweiter. Ja, ich habe noch einen Freund, der ist auch dabei. Muss ich leider abgeben. L.Kars auf Insta. Könnt ihr mal gerne vorbeigucken. Macht es nicht. Doch, macht es.
Safety Car Phase, wie man auch vielleicht gehört hat. Das heißt, vorne ein Auto mit blinkendem Licht auf dem Dach und danach kommen alle Rennautos, die müssen in einer Reihe bleiben, dürfen nicht überholen. Leider schade, dass gerade nicht so spannend ist, aber hier war ja auch die Formel 1 und genau hier unten sind die ganzen Formel 1 Autos wie Bottas, Leclerc, Hamilton, alle genau hier unten in die Barriere gefahren. Das heißt, schön, wenn man weiß, dass hier vorne Formel 1 Autos gegengefahren sind. Dann seht ihr, dass das Safety Car draußen ist. Die Autos sind sehr laut. Die dürfen nicht überholen, weil das Safety Car halt draußen ist. Weil ein Unfall passiert ist. Das war leider schade. Ich bin jetzt hier in der Boxengasse vom Hockenheimring. Da oben ist das Podest. Da oben ist eine ganz große Flasche mit dem Formel 1 Auto. So, jetzt müssen wir durch die Boxengasse laufen, sich die Boxen angucken, da die Autos angucken. Die werden dann vorgestellt und das ist auch sehr spannend. Ich hoffe, gegen niemanden gegen. Und hier kommen dann die Autos, fahren sie durch auf diesen Streifen. Biegen dann wir ab und fahren dann so ungefähr und fahren dann da lang und fahren dann zur Box. Und das Team sitzt ja hier immer und dann sitzen die an den Monitoren hier. Kann man glaube ich mal zeigen. Vielleicht kennt ihr das von der Formel 1, aber da ist es nur, dass die keine 4 Monitore haben, sondern 20. Bei Formel 1 ist ja was anderes. Nochmal, da muss ja andere Sachen berechnet werden. Da sieht man, da ist ein AMG drin. Ja, ein AMG GTR müsste das sein. Der hatte, glaube ich, einen Unfall vorne. Also so, wie es jetzt aussieht. Nicht ganz schön, aber ja. Das ist teuer. Bestimmt irgendwo gegengefahren, der Stern fehlt. Hier alles aufgerissen. Ich hoffe, den könnte ich schnell reparieren. Ist ärgerlich. Also ich habe jetzt einen Reifen, aber ich versuche noch welchen zu bekommen, weil ich möchte mir so einen Tisch bauen, Reifen auf Reifen und dazu mal eine Glasplatte oder Holzplatte. Mal gucken, wie ich das befestige, deswegen Glas oder Holz. Vielleicht hänge ich mir auch einen an die Wand. Mal gucken. Und ja, bestimmt hinter mir ist bestimmt richtig krass, mega geil, wenn man die Boxengasse so sieht. Hier fahren noch Formel 1 Autos, bald nicht mehr, aber hier sind Formel 1 Autos lang gefahren. War echt geil. Hier echt schon mal so ein Erlebnis, das man mal haben sollte. Alle Zuschauer, die in der Startaufstellung sind, werden jetzt gebeten, die Startaufstellung zu räumen. Wir wollen ja in Kürze dort ein Rennen fahren. Also bitte alle Zuschauer folgen. Wie schon gesagt, konnte ich beim Meet and Greet leider nicht dabei sein, weil wegen dem Wettkampf morgens. Aber ich habe ihn einfach bei Pirelli Tages abgefangen und habe ihn gefragt, ob ich ihm mal ein paar Fragen habe. Wie war das Rennen so für dich? Hättest du dir was Besseres erwartet oder? Also fürs gesamte Rennen ja, aber also mit meinem Stint war ich super zufrieden. Bin von 25 auf 14 vorgefahren und war nicht viel Zeit, weil wir zwischendurch die Safety Car Phase ewig war. Aber es hat mega Laune gemacht. Also ich meine, wenn man hinten startet, dann kann es ja nur besser werden und das war es auf jeden Fall. Also einen nach dem anderen überholt und es hat mega Laune gemacht. Also ja, mehr war leider nicht drin, weil die BOP halt wirklich kompletter Unsinn ist jetzt dieses Wochenende für alle McLaren. Aber also mit mir war ich sehr zufrieden. Meine zweite Frage ist, ich bin halt Schwimm-YouTuber, ich mache Schwimmvideos. Ja, ich bin sehr gerne. Ich will immer regelmäßig eigentlich anfangen zu schwimmen und irgendwie schaffe ich es nicht. Ich muss mir einen Tipp geben, wie schaffe ich das regelmäßig schwimmen gehen? Man muss sich einfach ein Ziel setzen. Wenn du schwimmen gehst, erreichst du ja was damit und du wirst besser, du trainierst. Ich gehe jetzt auch selber 8-mal die Woche trainieren. 8-mal? Also manche sagen 2-mal. Ja. Sonntag schwimme ich nicht und dann bin ich Dienstag und Donnerstag vor der Schule. Das ist heiß, dass wir aufstehen, aber ich habe morgen Wettkampf, heute hätte ich auch Wettkampf,
geschafft, aber ich dachte mir, sag ich ab, weil ich war letztes Jahr bei dem Camp Race am Nürburgring. Ah, du hast ja Ehrenpflicht, ne? Und letzte Frage, du hast ja eine Firma, Fertig Verschnitt. Ja, Siemens-Spieler. Hätte ich eine Chance, wenn ich mich bewerben würde, da reinzukommen? Kommt auch an, was, wie alt du dann bist. Weil also Schülerpraktikanten nehmen wir ganz, ganz, ganz selten, weil wir so eine kleine Firma sind. Aber sobald du irgendwie ein bisschen älter bist und bereit bist, richtig ist, zum Beispiel als Student, als Werkstudent zu arbeiten, da mal richtig reinzuschnuppern oder eine richtige Stelle irgendwann, auf jeden Fall. Also wir schreiben immer wieder Stellen aus und einfach für den, weißt du, für deinen Traumjob musst du einfach für arbeiten, genauso wie für Schwimmen. Das ist einfach nur, steck die Zeit rein, bewirb dich überall, wo du Bock drauf hast und irgendwo bekommst du dann deine Sachen. Du kannst alles im Leben erreichen. Ich glaube, da bist du der Beste für, weißt du, wenn du jetzt schon so Dedication hast und so viel zu schwimmen. Und wahrscheinlich sehe ich dich irgendwann im Fernsehen. Oder? Viel Erfolg auf jeden Fall. Könnten wir noch ein Foto machen? Absolut, natürlich. Das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat mal gefallen, was anderes außer Schwimmen. Mal so ein Tag voller Autos, voller cooler Autos mit Felix von der Laden natürlich. Und Felix, wenn du das siehst, du hast ja gesagt, du willst mehr schwimmen. Ich biete dir hiermit eine Schwimmstunde an. Da kann ich dir Tipps und Tricks zeigen. Wenn nicht, guck einfach meine anderen Videos da. Gibt's auch viele Tipps und Tricks. Und abonniert mich, lasst ein Like da und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und das nächste Video wird entweder wieder ein Autovideo von der IAA oder vom Wettkampf. Ich weiß es noch nicht. Und ich putze jetzt gleich mal die Reifen. Ciao.